Abschnitt 76. Wo sind wir hier? Fragst du den Geisterjungen. Oh, meint er, das weißt du doch. Nein, weißt du eben nicht, sonst hättest du ja nicht gefragt. Du stehst auf und gehst an einen Spiegel mit kunstvoll verzierten Goldrahmen vorbei, der in der Luft schwebt. Als du dein Spiegelbild siehst, stockt dir der Atem. Deine Beine, deine Arme, sie sind verschwunden. Fassungslos starrst du dein Spiegelbild an. Die Möbel hinter dir sind deutlich zu erkennen. Durch dich hindurch. Vielleicht ist das ja ein Zerspiegel, wie es ihn auf den Jahrmärkten gibt. Du siehst an dir hinunter. Nein, Irrtum ausgeschlossen. Deine Beine sind wirklich durchsichtig. Dein Herz rutscht dir in die unsichtbare Hose, als du merkst, was das bedeutet. Auch du bist jetzt ein Geist. Plötzlich ruft jemand deinen Namen. Du wirbelst herum und entdeckst deine alte Klavierlehrerin, Mrs. Hatfield. Sie war eine nette, alte Dame von ungefähr 90 Jahren. Letztes Jahr ist sie gestorben. Du musst zugeben, dass du sie nicht sonderlich vermisst hast. Klavierunterricht war mit Sicherheit nicht deine Lieblingsbeschäftigung. Da bist du ja, ruft Mrs. Hatfield aus. Komm mit, ich will, dass du ein paar Tonleitern spielst. Wenn du mit Mrs. Hatfield mitgehst, blättere zu Abschnitt 10. Wenn du dich weigerst, geh zu Abschnitt 87. Als Geist noch Klavier spielen, sehr schön.